Menschen, die unter regelmäßig wiederkehrenden Schwindelattacken oder unter Dauerschwindel leiden, fühlen sich meistens sehr schwer krank und belastet. Die Attacken selbst und auch die Angst vor dem nächsten Schwindelanfall schwächen den Körper und belasten außerdem sehr stark auf der seelischen Ebene. Die Ängste, die während einer Schwindelattacke auftreten, werden meistens wirklich als bedrohlich empfunden. Und die Angst vor dem nächsten Schwindelanfall führt zu einer ständigen Anspannung mit nervöser Unruhe und mit Muskelverspannungen. Neben den gesundheitlichen Beschwerden hat der stressbedingte Schwindel meist auch Auswirkungen auf die Partnerschaft, das Familienleben oder auch auf den Beruf. Betroffene ziehen sich immer öfter zurück und können dadurch berufliche und familiäre Anforderungen nicht mehr bewältigen. Die Lebensqualität wird durch stressbedingten Schwindel außerordentlich stark beeinträchtigt. Es gibt Situationen, in denen erfüllt der Schwindel eine bestimmte Funktion. Wenn man zum Beispiel Lampenfieber hat, dann muss ein Vortrag zum Beispiel vielleicht nicht gehalten werden, weil einem schwindelig wird. Oder ein unerfreuliches Gespräch mit dem Chef kann wegen des Schwindels nicht stattfinden. Manchmal ist der Schwindel auch ein Alarmsignal. Er kann auf bestimmte Gefühle hinweisen, aber er kann diese auch verschleiern. Kommen in einer Situation unangenehme Gefühle wie Angst, Wut oder Trauer auf, dann kann ein Schwindelanfall diese Gefühle überdecken, sodass man sich nicht mehr mit diesem Gefühl auseinandersetzen muss. Ob der Schwindel eine solche Funktion erfüllt, kann man mit einer psychotherapeutischen Maßnahme herausfinden.